Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Video. Ich habe mir ja vorgenommen, für die Kurse, wo ich an meiner Schule Unterricht gestalte, einen Podcast zu erstellen und die jeweiligen einzelnen Ausbildungsberufe Ihnen einmal vorzustellen. Ja, in meinem letzten Podcast drehte sich alles um die generalistische Pflegeausbildung und wenn Sie diesen Podcast noch nicht gesehen haben, dann schauen Sie doch einfach mal rein. Ja, mein heutiger Podcast möchte ich gerne Ihnen einmal die Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten oder zur operationstechnischen Assistentin vorstellen. Kurz gesagt, die OTA-Ausbildung. Sind Sie medizinisch interessiert und haben ein Interesse am menschlichen Körper und deren Funktion, nämlich Anatomie und Physiologie? Haben Sie ein Interesse an Medizingeräte, also einen technischen Verstand? Dann sind Sie hier bei diesem Video goldrichtig, denn heute stelle ich Ihnen die Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten, operationstechnische Assistentin einmal vor. Ja, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Ja, wie hat sich die OTA-Ausbildung entwickelt? Ja, die OTA-Ausbildung stammt eigentlich ursprünglich aus der Krankenpflegeausbildung. Früher musste man eine dreijährige Krankenpflegeausbildung machen und 2 Jahre Berufserfahrung sammeln. Dann durfte man erst eine Weiterbildung machen zur OP-Pflegefachkraft. Mit der Ausbildung ist es jetzt insgesamt alles ein bisschen einfacher geworden. Das heißt, Sie spezialisieren sich direkt für einen Bereich. Das heißt, wenn Sie die OTA-Ausbildung anstreben, dann wissen Sie schon im Vorfeld, dass Sie im operativen Bereich gerne tätig sein möchten. Sie können dann speziell für diesen Bereich eine 3-jährige Berufsausbildung absolvieren. Die OTA-Ausbildung hat keine staatliche Anerkennung, aber sie ist zertifiziert und anerkannt von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und endet dann mit der Berufsbezeichnung operationstechnischer Assistent oder operationstechnische Assistentin. Ja, was müssen Sie für die OTA-Ausbildung mitbringen? Zunächst einmal brauchen Sie ein hohes Interesse an Anatomie, Physiologie. Sie müssen sich für den menschlichen Körper und deren seiner Funktion sich interessieren. Was brauchen Sie noch? Sie brauchen technischen Sachverstand. Denn der Beruf als OTA hat mit Geräte zu tun, also Medizingeräte zu tun. Sie müssen Medizingeräte bedienen können. Sie haben mit unterschiedlichen einzelnen Instrumenten auch zu tun. Somit brauchen Sie technischen Sachverstand und natürlich auch eine manuelle Geschicklichkeit. Was ist noch wichtig für den Beruf OTA? Für den Beruf OTA ist auch Teamarbeit wichtig, denn OTA ist Teamarbeit. Sie müssen in Teams mit unterschiedlichen Berufsgruppen gut zurechtkommen und auch gerne zusammenarbeiten wollen. Des Weiteren brauchen Sie ein hohes Verantwortungsbewusstsein, denn immerhin arbeiten Sie am Menschen und mit Menschen. Ja, welche Voraussetzungen sind noch nötig für die Ausbildung? Sie benötigen einen mittleren Bildungsabschluss, also Sekundarstufe 1, den Realschulabschluss. Mit einem Hauptschulabschluss ist die Ausbildung auch möglich, nur sollten Sie im Vorfeld auch zum Beispiel eine Krankenpflegehelferin oder Krankenpflegehelferausbildung gemacht haben oder eine andere 2-jährige Berufsausbildung. Ja, dann brauchen Sie natürlich auch einen Betrieb, also ein Krankenhaus. Das Krankenhaus sollte Sie einstellen und mit einem Ausbildungsvertrag versehen. Ne, ohne Betrieb, ohne Ausbildungshaus ist die OTA-Ausbildung so nicht möglich. In der Regel arbeiten dann die Krankenhäuser mit Schulen zusammen in Kooperation, wo Sie dann eben halt vom Krankenhaus in Ihre Schule geschickt werden für die schulische Ausbildung. Wie sollten Sie sich bewerben und worauf ist bei der Bewerbung zu achten? Ja, Sie sollten sich zunächst einmal an einem Krankenhaus Ihrer Wahl bewerben. Mit ganz normalen Bewerbungsunterlagen, das heißt, Sie schreiben ein Bewerbungsanschreiben, konzipieren einen tabellarischen Lebenslauf mit Lichtbild, fügen Ihren Schulabschluss oder Berufsabschlusszeugnis hinzu und vereinbaren dann oder der Betrieb vereinbart dann mit Ihnen ein Vorstellungsgespräch.
Empfehlen würde ich Ihnen, weil die Ausbildung zur OTA nichts für schwache Nerven ist, vorab einmal ein Praktikum zu machen. Denn Sie werden mit Blut zu tun haben, mit Körperflüssigkeiten und Körperausscheidungen zu tun haben, wo man schon auch ein starkes Nervenkostüm braucht. Ja, zudem ist es so, dass im Krankenhausbetrieb auch eine gewisse Belastbarkeit wichtig ist. Na, Sie haben mit schwerst kranken Menschen teilweise zu tun, aber auch manchmal mit unheilbaren Menschen zu tun, wo Sie doch durchaus psychisch und körperlich eine Stabilität aufzeigen sollen. Ja, wie ist die Ausbildung strukturiert? In Vollzeit ist es eine dreijährige Berufsausbildung. Ein Teil verbringen Sie da in Ihrem Betrieb, also im Krankenhaus. Und im Krankenhaus durchlaufen Sie unterschiedliche operative Bereiche. Zum Beispiel sind Sie im Knochen-OP oder im Bauch-OP oder in andersweitige OP-Bereiche eingesetzt. Es ist aber nicht nur der operative Bereich oder im OP werden Sie tätig sein, sondern Sie werden auch im Rahmen Ihrer Ausbildung in der Notaufnahme, in der Ambulanz eingesetzt, aber auch in der Endoskopie, wo Magen- und Darmspiegelungen stattfinden. Sie werden auch in der Sterilisation eingesetzt, wo Sie lernen, Geräte aufzubereiten, Geräte zu sterilisieren. Hier lernen Sie aber auch Geräte und Instrumente kennen, die Sie dann auch unterscheiden müssen. Ja, im Rahmen der Ausbildung ist es auch so, dass Sie eine Ausbildung zum Sterilisationsassistent oder Sterilisationsassistentin auch mit umsetzen. In der schulischen Ausbildung werden Sie unterschiedliche Fächer erleben. Sie werden einmal geschult im Bereich Operationskunde, wo Sie eben halt unterschiedliche operative Verfahren kennenlernen. Sie werden im Bereich der allgemeinen und speziellen Krankheitslehre geschult. Sie bekommen Anatomie-Physiologie-Unterricht, Medikamentenlehre. Sie bekommen Unterricht im Bereich der Psychologie, nämlich im Lernbereich 3, in dem beruflichen Selbstverständnis. Das ist der Part, den ich unterrichte bei uns an der Schule für die OTA-Ausbildung. Das heißt also, Ihre theoretische Berufsausbildung ist sehr vielfältig und Sie werden breit aufgestellt sein und einiges auch lernen können. Muss ich etwas für die Ausbildung bezahlen? Nein, Sie müssen gar nichts bezahlen, sondern im Gegenteil, Sie bekommen eine Ausbildungsvergütung, die geregelt ist in Ihrem Arbeitsvertrag. Ihr Krankenhaus, Ihre Einrichtung, wo Sie praktisch ausgebildet werden, zahlt Ihnen eine Ausbildungsvergütung, die sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, in welchem Krankenhaus Sie ausgebildet werden. Somit kann ich hier jetzt leider keine Zahlen benennen. Ja, was ist das Ziel in Ihrer Ausbildung? Sie werden Wissen erlangen, Sie werden Fähigkeiten erlangen und Fertigkeiten erlangen, eben halt in den unterschiedlichen operativen Bereichen auch eingesetzt werden zu können. Sie werden Wissen erlangen, um eben halt auch im pflegerischen Bereich, in der Notaufnahme oder in der Endoskopie eben halt auch arbeiten zu können. Ihr Ausbildungsberuf OTA ist ein sehr vielseitiger Ausbildungsberuf. Ja, was für Möglichkeiten gibt es denn im weiteren Verlauf, wenn Sie die Ausbildung mit Bravour bestanden haben? Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, Fortbildungen zu absolvieren, aber auch Weiterbildungen umzusetzen. Wie zum Beispiel, Sie können die Weiterbildung zum Praxisanleiter machen, um eben halt zukünftig dann auch Auszubildende zu betreuen und in Ihrem Betrieb auszubilden. Also, auch hier sind genügend Möglichkeiten gegeben. Sie können sogar im Anschluss, wenn Sie eine gute Ausbildung genossen haben und eine gute Prüfung absolviert haben, Stichwort Prüfung, ja, welche Prüfungen sind eben halt notwendig? Sie werden natürlich eine schriftliche Prüfung ablegen müssen, eine mündliche Prüfung ablegen müssen und natürlich auch eine praktische Prüfung ablegen. Wenn Sie dies sehr gut bis gut umgesetzt haben, haben Sie sogar die Möglichkeit, Medizin zu studieren. Ja. Das ist auch möglich. So, ich hoffe, Ihnen hat mein Wissen kompakt zum Thema OTA-Ausbildung gefallen. Falls ja, lassen Sie mir einen Daumen hoch
Und vergessen Sie nicht, wenn Sie es nicht schon getan haben, meinen Kanal zu abonnieren oder schreiben Sie mir einen Kommentar. Über ein Feedback freue ich mich immer und bis dahin alles Gute und ich freue mich, im nächsten Video Sie antreffen zu können.